wie man in Minecraft Mystery Mod Partner werden kann, welche Voraussetzungen es gibt und welche Vorteile man hat, zeige ich dir in diesem Video. Wenn dir dieses Video heute auch gefällt, zeig es doch gerne mit einem Abo und aktiviere auch die Glocke, um keine weiteren New Tutorials und Let's Plays rund um Minecraft, Free Fire Games und Mystery Mod zu verpassen. Und da Mystery Mod noch in der Beta ist, kann sich noch viel ändern und so bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst somit nichts mehr zum Mystery Mod. Jetzt will ich aber sagen, dass wir direkt mit dem Video anfangen. Um jetzt Mystery Mod Partner zu werden, müssen wir einmal in dieses Startmenü von Minecraft. Wie man Mystery Mod installiert, habe ich schon mal in dem Video hier rechts oben gezeigt. Dann könnt ihr euch das downloaden. Wenn ihr Minecraft dann mit Mystery Mod startet, seht ihr dieses Bild und dann sehen wir hier oben links Partner werden. Bei manchen kann das ein bisschen dauern, bis das hier aufploppt. Deswegen wartet da ein bisschen, falls es nicht da ist. Und dann könnt ihr auch hier draufklicken. Mystery Mod Partner werden, also Partner werden. Auf dieses kleine Kästchen kann man klicken. Das läuft nicht über die Webseite von mysterymod.net, sondern direkt über den Minecraft Ingame Dings hier. Ja, und da kann man ja draufklicken. Und dann sehen wir ja schon Mystery Mod Partner Programm. Dann könnt ihr einmal auf die kleine Pfeiltaste hier, auf diesen kleinen Pfeil. Und dann gibt es erstmal eine Erklärung zum Partnerprogramm. Ich werde jetzt ja nicht alles vorlesen, auch wenn es nicht viel ist. Also man ist eine bekannte Persönlichkeit als Creator und kann mit Mystery Mod als Mystery Mod Partner Geld verdienen. Dann wieder auf diesen Fall hier. Was bietet Mystery Mod? Diese Vorteile gibt es hier, wie gesagt, schon Geld. Man kann mit Mystery Mod Geld verdienen, man kann auch die Statistiken davon sehen, wie viel man schon verdient hat. Wie läuft das Ganze ab? Wie verdient man überhaupt Geld? Wenn sich Leute was im Shop kaufen, hat man einen Creator Code, wie das Beltline-Kleid oder Labymod schon machen und damit kann man dann halt Geld verdienen. Man kriegt einen kleinen Anteil von dem Geld, was Leute ausgeben, wenn man dann halt den Creator-Code eingibt. Man kann sowohl als YouTuber als auch als Streamer Mystery Mod Partner werden. Man benötigt als YouTuber mindestens 1500 Abos und man sollte stabile Klickzahlen aufweisen. Außerdem muss man immer ein positives Erscheinungsbild aufbringen, also kein schlechtes Zeug oder so. In den Videos reden, kein Beleidigen oder so, das kennt man ja alles schon. Die Anforderungen als Streamer, man braucht mindestens immer 20 Zuschauer im Stream und man muss natürlich auch ein positives Auftreten herbeiführen. Dann als nächstes gehen wir dann direkt zum Bewerbungsformular und wenn man dann das Bewerbungsformular ausgefüllt hat, kann man hier weitergehen. Das mache ich natürlich nicht, diese Sachen nimmt keiner ernst. Ich habe auch noch nicht die Herausforderung für den Mystery Mod Partner, deswegen werde ich hier auch nicht weitermachen, aber so viel schon mal dazu. Wenn man dann hier weitergeht, natürlich muss man hier alles ausfüllen, aber man kann auch danach die Anweisungen hier folgen und dann sollte das eigentlich auch ganz von allein erklärend sein und ihr könnt Mystery Mod Partner werden. Falls es jetzt eine neuere Version von Mystery Mod gibt und sich was im Partnerprogramm geändert hat, werde ich ja selbstverständlich ein Video dazu machen. Deswegen könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, weil er dann nämlich halt nichts weiter rund um Mystery Mod verpasst und ihr somit auf dem neuesten Stand seid. Fragen könnt ihr mir wie üblich immer in die Kommentare stellen. Ich versuche so viele wie möglich zu